Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge hier vorne einiges gemacht. Wir haben hier in der Anlage auch ein bisschen was umgestellt, dass das besser funktioniert. Ich glaube, das war hier die Steuerung. Genau, das war die hier, die sozusagen diesen Zwischenpuffer wittert. Genau, hier kommt es rein und dann wird es hier rausgelassen. Wenn es übergeht, wird es noch in den Notfalltopf, nennen wir es so, geschmissen. Was ich heute gerne machen würde, was mir schon lange ja ein bisschen so im Kopf rumschwebt, Wasserstoff. Wir haben ja sozusagen hier auch diese Mission, unsere Leute gesund zu halten. Darunter fällt natürlich auch Luftverschmutzung und das ganze Zeugs, was wir relativ gut unter Kontrolle haben. Aber genauso gleich, hier haben wir die Verschmutzung durch Fahrzeuge. Minus 4, also eine unserer höchsten Punkte aktuell. Die uns natürlich viel, viel bringen könnte. Gut, was verschmutzt bei sowas natürlich? Der Treibstoff. Wir haben ja eh schon mal eine Testanlage aufgebaut, die ist aber leider ja sozusagen aus bestimmten Gründen, nennen wir es so, nicht mehr funktional ist. Aber wir haben hier einen Anschluss und wir schalten einfach das hier aus. Hier bei euch ist eh alles aktiv und dann schnapp ich mir einfach mal den Anschluss hier. Hallo, Anschluss. Wenn der Anschluss machen würde, du bist eine LoRa-Leitung 2. Ich schnappe einfach schnell die hier und stecke hier an. Und dann fahren wir die Anlage hoch. Die ist jetzt natürlich für doppelt so viel ausgelegt, aber wir brauchen aktuell nicht so viel Wasser. Was eher der Sinn dahinter ist, ist sozusagen durch die Produktion Wasser zu produzieren, dass wir jetzt hier hinten wieder in die Anlage schmeißen können. Ich setze mal auf Priorität euch hier. Weil wir brauchen jetzt nicht unbedingt wieder ein Loopback aktuell. Und jetzt sollte er anfangen, die Anschlüsse zu füllen. Und somit sollten unsere Kollegen hier reinen Sauerstoff wieder ausgeben. Aber ich brauche jetzt gerade was zu trinken. Genau. Können wir eben mit dem Sauerstoff irgendwas anfangen? Wenn ich Sauerstoff schreiben könnte, wäre es natürlich besser. Sauerstoff. Kann produziert werden so, so, so. Genau, ja. Aber ich kann mit Sauerstoff und dem Brenngas zum Beispiel noch Diesel machen. Aber rein theoretisch wäre das ja wieder was, was wir nicht haben wollen. Sauerstoff kann ich lagern noch, glaube ich, vermute ich. Ich könnte natürlich nicht mit Ethanol produzieren, dann habe ich wieder Kohlendioxid. Antibiotika braucht Sauerstoff. Ammoniak und Zucker. Damit produziere ich Antibiotika. Und jetzt geht mir der Sprung, geht mir zur Hölle der... Ihr lauft alle nicht auf voller Last. Hä, was ist jetzt los? Leute, was ist hier los? Ziehen die so viel Strom? Das ist ordentlich. Das ist echt ordentlich. Holy shit, okay. Du kannst 15 Megawatt machen. Also 5 solche Anlagen kann ein so ein Ding betreiben. Holy shit, okay. Okay. Also sehe ich gerade schon das andere Problem. Diese Anlagen zu betreiben ist schwer. Und wir brauchen hier Massen an Treibstoff. Bedeutet, eigentlich müsste dann die Anlage hier auf Hochbetrieb laufen. Was willst du mir jetzt damit sagen? Dass wir da so ein bisschen am Limit sind, oder? So, dann treiben wir das Ganze doch nochmal ein bisschen höher.
Ah, ich habe auf den einen Priorität gesetzt. Kann das auch vielleicht das Problem sein? Aber ich glaube, das war Absicht vom Plan, ne? Ach, jetzt geht nicht hier der erste. Oh, Kagon, jetzt hat. Oh, okay. Jetzt müsste sich der Freund anfangen zu bewegen. Somit haben wir die fünfte Turbine jetzt laufen. Ha, es ist halt trotzdem nicht perfekt, ne? Es ist und bleibt es, dass es nicht perfekt ist. Das Kabel scheint zum Glück ja nicht immer voll zu sein. Also die Masse, die hier durchfließt, scheint konstant passend zu sein. Ich weiß gar nicht, warum wir da was angeschossen haben. Weil Druckluft, dann kommt hier nie raus, aber... Okay. Ihr seid alle Stufen eingestellt, genau. 4, 5, Gott. Bedeutet aktuell, ja, das kommt hin. Wenn ich nur zwei von euch aktiviere, dann sollte uns kein Problem auftauchen. Es laufen halt alle vier. Und ihr produziert fürs erste wieder Wasserstofftanks. Aber das reicht niemals. Ich bin ja überlegen, ob ich die Kohlemine umstellen soll. Ich kann ja dich, glaube ich. Ermöglicht den Tausch. Upgrade. Gibt es. Haben wir nicht den Wasserstoff? Leute, ich kann das da unten leider nicht sehen. Das ist dann ganz, ganz schlecht immer. Riesiger Bagger Wasserstoff. Wäre halt doch eine irgendwie auch interessante Sache. Bloß wie viel Bagger halten wir aus, bevor wir in dem Fall versagen, weißt du? Müssten wir das nicht hier bei unserer Transportmaschinerie sehen? Also bei unserem Produktionsgebäude? Wie viel die brauchen? Verbraucht 2,3 alle 60 Sekunden. 6,0 alle 60 Sekunden. Du produzierst alle 60 Sekunden. Also könnte die Anlage doppelt so viele bedienen. Bedeutet, ich kann damit vier große Bagger bedienen. Wow. Und es kostet mich 3,6 Megawatt. Ich würde sagen, darauf stoße ich an, aber ich habe nichts mehr drin. Da ist natürlich das hier unten sehr lukrativ, aber Ammoniak zu produzieren ist natürlich noch ein größerer Aufwand. Aber Ammoniak produziere ich hier. Saures Wasser mit Hochdruck, also wieder viel Energieaufwand, zu Schwefel und dann ja, immer den Schritt weiter. Und mit Wasserstoff kann ich es natürlich wieder... Es ist halt ein 1:1 Trade und ich glaube, wenn ich dann halt hier schaue unter Wasserstoff, ist das auch wieder ein 1:1 Trade. Also es lohnt sich halt echt nicht, außer dass ich halt rein theoretisch noch einen Stickstoff rauskriege. Aber was soll ich mit dem Stickstoff? Der Stickstoff bringt sich genau null, außer dass ich damit dann wieder... Also es ist ein Kreislauf. Ja, es ist halt 1:1 Umwandlung, ne? Der einzig andere Weg. Das hier wäre interessant.
Da könnte ich sogar noch Energie rausgewinnen am Ende. Indem ich ein bisschen Dampfhochdruck verwende, um Wasserstoff draus zu produzieren, dann kriege ich 36 draus. Das Ding braucht gleich nicht so viel Strom, der Wasserstoffreformer, bedeutet, wir wären da viel besser dran. Na, vielleicht lassen wir vielleicht doch fürs Erste aus Sicherheitsgründen mal das Ganze. Ich hätte echt gedacht, dass wir da mehr Dampfprobleme haben, aber oder haben wir sogar? Weißt du was, ich bringe meinen zweiten Dreieranschluss bis nach hinten. Wir machen das jetzt einfach mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Eigentlich war der Plan, dass ihr gleich drüben die Anlagen anschließt. Die läuft immer noch auf Volllast. Bin ich so ein bisschen verwirrt. Ah, jetzt langsam geht's runter, okay. Dafür läuft die jetzt auf Full Last. Und dann reißen wir jetzt den Rest hier ab. Oh fuck. Na, zum Glück haben wir mehr. So. Wir hatten doch eigentlich auch mal Solar Energy. Ja, die hier. Wie viel können denn die eigentlich machen? Da werde ich hier natürlich wieder eine Energieanlage und alles machen müssen. Bla bla bla, ne? Aber wurscht, wäre auch interessant gewesen. Gut, jetzt haben wir zwei Kabel, die hinführen. Ich hoffe mal, dass wir dadurch jetzt auch hier immer wieder... Hier ist auf jeden Fall Dampf drin. Oder sind die so intelligent, die Dinger, dass die sich nur bewegen, wenn notwendig? Das ist ja geil. Die müssen nachproduzieren, die zwei halt nicht. Und deswegen wird da wenig Energie aufgewandt, glaube ich auch. Deswegen steht auch großzeitig der Dampf. Und jetzt füllt er sich auf, oder? Hin steht 832. Ja. Bedeutet, wir haben so viel. Wo willst du hin? Oh. Was hast du? Kalkstein? Hupsala. Habe ich eventuell den Weg ein bisschen unmöglich gemacht, hä?
Kein Problem, wir machen das. Gott. Dann tun wir schnell die Anlage umfahren und dann hat sich das erledigt. Nun sollten die Anlagen auch wieder laufen. Die Tanks sind ja schon relativ voll. Dann machen wir jetzt nochmal dasselbe. Wir müssen aber wahrscheinlich jetzt auch mal die Produktion von Chips überarbeiten. Weil wir sind einfach zu ineffizient, finde ich, von der Produktion her. Jetzt wissen wir auch warum. Wir produzieren die ganze Zeit noch Server. Natürlich füllt sich nichts auf. Ich werde hier eine neue Anlage dafür hinstellen. Das wird wieder interessant. Bin echt beim Überlegen, ob wir sozusagen, anstatt das so zu machen, einfach für alles eins hinstellen. Dann marschiert das einfach Stück für Stück durch. Jetzt aktuell ist halt dieses Rondell, was wir haben. Und das produziert ganz, ganz langsam Chips. Ein bisschen Energie wird hier produziert. Ja, wir schauen soweit echt noch ganz gut aus. Achso. Für die Kollegen habe ich Routen angelegt, wo sie hin können. Ne? Das stimmt, da war was. Okay. Und... du hast kein Gebiet zum Abbauen, das können wir aber ändern. Wir graben uns einfach weiter durch den Berg durch. Wait, wenn das hier steht, heißt es... okay. Und eins unserer Hauptproduktionsgebiete ist stillgelegt. So. Graben wir für Stück das Ganze noch aus jetzt. Alter. Ich weiß gar nicht, was der Sinn dahinter ist, ne? Aber wir haben es geschafft. Wir haben uns durch einen Berg durchgegraben. Sollen sie die Ecke noch hier fertig machen? Nicht genug Wartung. Warum schon wieder? Haben wir die Wartung 1 jetzt wieder auf den Vordermann gebracht? Was fehlt? Ja, eigentlich ja nix. Glaube ich einfach, dass wir mittlerweile so viel Wartung 1 benötigen, dass wir das kopieren müssen. Kann das sein? Und ich hätte es gerne andersrum, dass erst das produziert wird. Kriegen sie halt noch ein bisschen Unterstützung. Absolutely no problem. Schon, jetzt soll es ja hoffentlich dann wieder hochgehen, wenn sie zu dritt sind, oder?
Ich dachte, wir machen das einfach hier so nochmal so. Weil der sich wieder falsch platziert hat, muss ich das jetzt wieder abreißen. Dann halt noch ein bisschen mehr Wartung 2. Aber schau mal, hier die elektrischen Sachen gehen leer, weil Kupfer. Wir haben einen riesen Leck auf Kupfer. Müsste eine weitere Kupferanlage jetzt produzieren, rein theoretisch. Was ich jetzt mache, ist ein bisschen übertrieben. Aber wir müssen halt gerade schauen, dass wir ein bisschen die Anlage hochfahren. Du produzierst 96. Die Rohre sind leer. Das bedeutet, wir sind rein theoretisch von der Produktion her aber hier gut. Jetzt schauen wir mal, jetzt tun wir hier die Sachen anschieben. Ja, das Eisen ist halt die problematisch. Das ist echt ungut. Also die Recyclinganlage muss überarbeitet werden, auf jeden Fall. Meine Hoffnung ist gerade nur, dass wir die Produktion sozusagen gerade ein bisschen hochkriegen. Aktuell schaut es so aus, dass wir auch wieder hier gut laufen. Aber aktuell ist halt einfach allgemein. Ist alles ein bisschen... Ja, okay, wir haben hier die Produktion gerade natürlich hochgedreht, wie blöd. Aber es läuft gerade dann eher alles nicht so perfekt. Die Freunde werden gleich sich dann auch freuen. Irgendwie, ach, schau dir an, wie die Wartung sinkt. Warum sinken die jetzt auf einmal so extrem? Die war doch bis gerade eben noch in Ordnung. Du bist gelbe Wartung. Gelbe Wartung, hallo, du arbeitest doch auch. Hä? Bisschen verwirrt bin ich gerade. Also rote Wartung, da darf ich mich nicht so einschüchtern lassen, weil es ist einfach so. Wartung kannst du ja nicht lagern, ne? Das ist ja die Sache, die ich ein bisschen schade finde. Ich würde gerne Wartung in den extra Wartungsressourcen halt extra lagern. Na, vielleicht ist es auch einfach nur die Schwankung. Die natürliche Schwankung, die hier passiert. Normale Wartung ist hochgegangen. Ich kann dir ganz genau sagen, warum. Einfach, weil ich so viel Energieverbrauch habe. Aber wir haben eh lange nur zwei Wartungen gebraucht. Das ist eh eigentlich Wahnsinn. Aber man sieht auch, Kupfer wird halt nicht weniger. Beziehungsweise Kupfer wird eher problematisch die ganze Zeit schon. Obwohl ich jetzt hier auf doppelter lasse, weil ich glaube, du verdoppelst ja dann den Output. Auf eine gewisse Weise. Und es reicht trotzdem nicht aus. Kann ich Kupfer auf andere Weise... Gepresster Kupferschrott, nein. Obwohl, wahrscheinlich gepresst, den muss ich erst wieder auflösen, bevor ich mit dem was machen kann. Kupfererz. Könnte höchstens eine eigene Kupferanlage irgendwo anfangen aufzubauen. Wäre natürlich eine Möglichkeit, eine große Kupferanlage zu bauen.
Hochofen. Warum wird hier zum Beispiel nicht Hochofen 2? Ah, nee, weil ich da zum zerkleinerten Ofen wieder muss. Das hier wäre die nächste Stufe, ein Lichtbogenofen mit Graphit bearbeitet und Wasser. Gibt uns Dampf aus, also können wir damit anfangen, Energie zu produzieren oder was? Daraus kriege ich aber auch 48. Was ist denn der Vorteil? Dass ich keine Kohle brauche oder was? Es ist nicht mehr effizient, also ich krieg nicht mehr raus. Okay, weniger Abgase. Aber um die kümmere ich mich ja gerade eh schon. Also das ist mir tendenziell wurscht. Ich brauche aber einen Weg, um die Kupferreserven zu erhöhen. Und zwar massiv. Massive Kupfererhöhung. Unsere Kupfermine, wie läuft eigentlich die? Bis jetzt immer noch auf zwei Baggern. Die Lagerung auch immer noch voll. So, jetzt ist die Sache. Wo baue ich die Kupferanlage 2.0? Ich hatte nie erwartet, dass wir so Probleme kriegen. Ich hätte früher mit Eisen gerechnet, deswegen ist hier noch Platz. Weil Eisen war ja immer so die Achillesferse ein bisschen. Was ich machen könnte, was wahrscheinlich das Schlauste ist, wir stellen den Modus hier mit Werkstoffen ein und warten, bis das Ganze leer ist. Lassen die sozusagen diese Produktion abflachen, reißen den kompletten Teil ab und bauen von hier strukturiert aufwärts die Produktion neu. Mit mehr Schritten, mit mehr Arbeitsfläche und. Natürlich ein riesiger Aufwand dann am Ende, aber ich hoffe, dass wir dadurch das verdreifachen können, die Produktion. Wenn nicht sogar mehr vermehrfachen. Bin gerade beim Überlegen. Weil es scheint ja echt ein massives Problem zu sein. Und das ist natürlich sehr uncool. Aber Leute, ich würde sagen, das ist für die nächste Folge ein Problem zu lösen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.